Meine Lieblingsgeschichte in China fängt mit dem Treffen von Herrn Yang Dezi in der Schweiz an, die mir widerfahren ist. Sowas hätte ich meinem Leben nicht gedacht. Es war das höchste Gut, was mir passieren konnte. Eine schicksalhafte Begegnung in der Schweiz und dann ein erfolgreiches 40 Jahre in China. Mein Name ist Karl-Heinz Gass, Metzgermeister von Beruf. Mein Alter ist 82, allein in Direktflüge nach Peking, 292 Flüge nach Peking direkt. Ich bin auch immer aktiv in China, im Webchat, jeden Tag. Ich war mit meiner Frau auf Kurzurlaub in der Schweiz, 1981 im Juli. Und auf dem Chilton, und da saß eine ganze Reihe Chinesen und der Schweizer Botschafter und von der Chilton Rotbahn, der Chef, und haben diskutiert. Und unter anderem hat der Botschafter der Schweizer gesagt, die Schweiz ist ein kleines, stabiles, europäisches Land, die Schweiz gilt für Sicherheit. Da habe ich gesagt, einen Moment, vergessen Sie Deutschland nicht dabei. Vergesst doch Deutschland, ohne Deutschland kann sich die Schweiz auch nicht halten. Es war ja damals der eiserne Vorhang, es war die Geschichte und so weiter. Und nach meinem Zwischenruf wurde ich gefragt, wo kommen Sie denn her? Habe ich gesagt, aus der Pfalz, da sind Sie Deutsche, ja. Und da ist Herr General Yang aufmerksam geworden und hat mir einen Dolmetscher geschickt, ob ich mit ihm einmal sprechen könnte. Das war 1901. Wir haben diskutiert, wir sind mit der Bahn runtergefahren und haben die ganze Zeit noch diskutiert. Und unten, wie wir uns verabschiedet haben, hat er mich eingeladen nach Peking. So war der Anfang. Ich habe eine Sammlung von über 10.000 Bildern von China. Damals wurde nicht so viel fotografiert. Bilder, die es heute nicht mehr gibt. Und ich suche immer noch, ob chinesische Interesse sind. Da würde ich ihnen die schenken, die Bilder. Ich habe auch den chinesischen Führerschein. Und bin 20 Jahre in China Auto gefahren, von Harbin bis Hangzhou, bis Nanjing. Ich war in China in allem. Und es ist für mich, war es ein Leben, das ich mir nie so vorgestellt habe. Ich habe mit alten Chinesen gesprochen, die haben zu mir gesagt, Herr Gass, Sie haben vor 500 Jahren schon mal in China gelebt. Dann werden Sie nicht so gut bekannt. Auch mit unserem Longxing-Tee, da werden Sie alt und bleiben gesund. Und so trinke ich heute noch den Longxing-Tee. Und so ist das ein Traum, was ich nie gedacht habe, ist mir in China. Weil ich in meiner Zeit so gut wie wenig Kontakte nach China gab. Und der wirtschaftliche Aufschwung in China begann erst 85, 86, 87. Darum habe ich 86 Herr General Yang Dezi ein 10-Punkte-Programm vorgelegt in Peking. Und nach 2 Jahren wurden die in den Ministerien übernommen. Ich habe einen Orden bekommen und wir waren in Verbindung. Er war ein väterlicher Freund geworden. Die Familie Yang zählt schon zur 4. Generation zur Freundschaft. Ich habe in China über 70 Projekte war ich beteiligt. Und ich war also in China zu Hause, die Deutsch-Chinesische Freundschaft Gesellschaft Donnersbergkreis gegründet. Und es ist ja so, ich wurde dann als erster Deutscher, bekam ich den Titel Botschafter der Freundschaft des chinesischen Volkes mit der Sheng Haosu. Darum wünsche ich China alles Gute zu ihrem 73. Jahrestag und freue mich, dass ich bald 40 Jahre in China sein durfte und mich wie zu Hause fühlte.